Am 9. Spieltag empfängt der SV Werder Bremen vor ausverkauftem Wohnen-Westfalen-Weserstadion den 1. FC Union Berlin mit einer Veränderung in der Startformation bei Ole Werner. Rafa Boré rückt für David Kownacki rein. Union in den roten Trikots erwischt den etwas besseren Start in diese Partie über Geraldo Becker, der sich in dieser Situation durchsetzt gegen Demann. Becker mit dem Auge für Christopher Trimmel, der Rechtsverteidiger in dieser Situation ganz gut mit eingerückt, hatte die erste Chance der Partie. Dann Werder über Duxch, über Boré und vor allem eben auch über ein gutes Nachrücken im Mittelfeld. Schmid für Duxch und in der Mitte Boré, der nur knapp verpasst. Erste gute Chance für Werder, da fehlten nur Zentimeter für Raphael Boré. Duxch mit der Idee für Boré, der schirmt gut ab für Bittencourt. Nächster Abschluss aus der zweiten Reihe. Werder versuchte immer wieder, das Tor von Frederik Renault in Bedrängnis zu bringen. Bei leichtem Regen in Bremen ein durchaus probates Mittel. Die 37. Minute, Freistoß Werder aus dem Halbfeld. Marvin Duxch und der Ball plötzlich im Tor. Das 1:0. Ein Mann lässt sich feiern, Raphael Boré jubelt über sein vermeintliches zweites Saisontor. Grün-Weiß in Führung, keine Abseitsposition von Raphael Boré. Und hier sehen wir es nochmal deutlich, es war gar nicht der Kolumbianer, sondern Robin Knoche, der seinen eigenen Schlussmann überwindet. Sei es drum, Werder mit dem 1:0, gleichzeitig auch der Halbzeitpausenstand. Rund eine Stunde gespielt, Bonucci mit einem langen Ball nach vorne. Und jetzt Achtung auf diese Szene, Khedira gegen Schmid. Es gibt große Proteste von den Werder-Spielern und eine klare Entscheidung durch Tobias Stieler. Glattrot gegen Rani Khedira. Und wir werden in der Zeitlupe sehen, dass das die absolut richtige Entscheidung war. Khedira mit den Stollen voran in Schmids Brust. Viel klarer kann eine rote Karte kaum sein. Die erste im Übrigen gegen Rani Khedira in seinem 205. Bundesligaspiel. Nächste Situation für Werder über Miloš Veljković, der hat das Auge und das Gefühl im Fußgelenk für diesen ganz starken Ball für Marvin Duxch. 2:0 Werder. Ein überragender Ball von hinten heraus von Miloš Veljković und Duxch mit einem perfekten Finish. Kein Abseits. Duxch läuft gut durch. Ein überragender erster Kontakt. Und der zweite auch zum Genießen. Werder 2:0 vorne. Genauso gefällt das auch den jüngsten Fans im Stadion. Und damit war klar, Werder gewinnt mit 2:0 gegen Union Berlin. Ich glaube, wir waren ein bisschen unter Druck schon. Es war jetzt nicht das entscheidende Spiel der Saison, aber wir wollten trotzdem diesen Start ein bisschen gut machen. Vor allem auch für die Fans, die uns die letzten Wochen Monate unterstützt haben. Wahnsinn, auch wenn wir schlechte Zeiten hatten. Deswegen umso schöner. Braucht man nur auf die Tabelle schauen, was das heute bedeutet hat. Auch für die Stimmung, für ja, alles drumherum war einfach enorm wichtig. Gewinnen ist immer wichtig. Gerade zu Hause ist es schön. Gegen einen direkten Konkurrenten kann man das so sagen, wenn die Mittwochs oder Dienstag Champions League spielen, weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest tabellarisch gerade war es ein direkter Konkurrent. Und da Punkte gut zu machen, ist wichtig, weil ich glaube, in den letzten Wochen haben wir gerade gegen die Konkurrenz Punkte liegen lassen. Und deswegen hat mir die Art und Weise gefallen, wie wir es gemacht haben heute. Wir wussten, was für ein Spiel auf uns zukommt, dass ein Gegner mit viel Wucht auf uns zukommt, der mit vielen langen, hohen Bällen agiert. Aber muss ich der Mannschaft hinten gerade auch ein Kompliment machen, wie wir das wieder heute verteidigt haben. Es war wieder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung und vorne haben wir es dann auch besser gemacht als in der Woche zuvor. Ja, wichtig natürlich, weil es uns in der Tabelle hilft. Jeder Punkt, man sieht, wie eng es ist, hilft uns. Und auch wichtig fürs Selbstvertrauen natürlich, nachdem wir jetzt 3 Spiele verloren hatten, zu zeigen, dass man darauf reagieren kann. Woche war wieder nicht einfach, wieder ein paar Jungs, die ausgefallen sind, wenig Jungs auf dem Trainingsplatz. Aber habe es eigentlich unter der Woche schon gespürt, den Jungs auch gesagt, dass wir gut arbeiten, alle, die da sind, ihren Job machen. Wir im Grunde genommen uns auf dieses Spiel so gut vorbereitet haben, wie man es nur tun kann unter den Bedingungen. Und dann haben wir es Gott sei Dank heute auch auf den Platz gebracht. Dazu kommen auch, dass die Kleinigkeiten, die vielleicht in den letzten Wochen manchmal beim Gegner lagen, heute bei uns lagen, profitieren sicherlich vom Eigentor, aber es ist auch ein top getretener Freistoß. Grundsätzlich, glaube ich, auch der Lohn für dann deutlich mehr Spielkontrolle nach 10-12 Minuten in der ersten Halbzeit, die wir hatten. Zweite Halbzeit hilft uns natürlich auch der Platzverweis, aber auch das muss man sich erarbeiten.
Haben generell eine gute Zweikampfführung gehabt und heute, ja, glaube ich, unterm Strich verdient gewonnen. Der Schlüssel war, dass wir mit dem Ball viel besser umgegangen sind als die letzten Wochen. Gegen Dortmund war das auch eine gute Leistung. Und dann das andere war einfach die defensive Leistung, nicht nur hinten, sondern die ganze Mannschaft. Deswegen, ja, Hut ab. Ich glaube, am Anfang so ein bisschen reinkommen, die ersten 10 Minuten waren so lala, würde ich sagen. Aber ab dann, glaube ich, haben wir echt gezeigt, was wir können. Ja, und ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass wir richtig scharf auf dem Platz sind. Und das haben wir dann auch geschafft, in Tore umzumünzen. Der Schlüssel war, wie wir unter der Woche gearbeitet haben. Ich glaube, ich habe es nach dem Dortmund-Spiel schon gesagt. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Keinen Schritt weniger. Und die Woche, wie wir gearbeitet haben, war sehr, sehr gut. Sehr konzentriert, sehr erwachsen auch. Ruhe war auch drin, das war auch wichtig, trotz der Wichtigkeit dieses Spiels. Und ja, das haben wir heute auf den Platz gebracht. Wenn du das auf den Platz bringst, dann geht das meistens positiv aus. Ja, dass wir einfach aufgegeben haben. Wir haben immer weitergemacht. Klar, wir sind nicht so gut reingekommen. Ich glaube, Union war in den ersten 10, 15, 20 Minuten das bessere Team. Aber man hat einfach gesehen, dass die Jungs Bock haben, dass die Jungs verteidigen, kämpfen, dass wir immer wieder Nadelstiche setzen. Und heute haben wir uns, glaube ich, zur richtigen Zeit dann auch belohnt.